Servus Jimmy, heute Vertretung vom Dominik, spielen bei Greiburg, 9:2 gewonnen. Was sagst du oder was berichtest heute Abend an Dominik von dem Spiel? Ja, ich würde mal sagen, dass die ersten 20 Minuten haben uns schwer getan. Wir haben die Gegner ein bisschen zu viel Platz und Raum gegeben. Die sind ältere Spieler drin, aber gute, erfahrene Spieler, gute Hände. Wenn du ihnen viel Platz gibst, dann können sie was machen. Das haben wir nicht gemacht in den ersten 20 Minuten. Ich habe nach 20 Minuten auch die Reihen umgestellt. Dann haben wir gesehen, dass es ab dem zweiten Drittel besser gelaufen ist. Was war mit Kritzenberger? Er hat 2 10-Minuten-Strafen bekommen. Das bedeutet automatisch Spieldauerstrafe. Genau, der ist morgen gesperrt. Ich habe alle gewarnt, dass in dieser Liga leider ist die Schiedsrichterleistung vielleicht nicht das Beste und du darfst nichts sagen. Dann sagen wir vielen Dank nochmal, Jimmy. Hat Spaß gemacht. Okay. Bis dahin. Ciao. Danke. Marv, Servus, MK3. Du bist kurzfristig ausgefallen. Vielleicht sagst du erstmal da dazu was. Was fehlt dir? Ja, aber das ist eigentlich, habe ich einen Kniecheck bekommen und das sind halt jetzt die Nachwirkungen. Kann man da schon genauer dazu was sagen? Na, da ist am Mittwoch Kernspiel und schauen wir mal, was bei rumkommt. Schaut aber nicht gut aus. Schade. Was sagst du zum heutigen Spiel? Ja, der erste Drittel haben wir noch ein bisschen geschlafen, glaube ich, in die Uhrzeit. Aber dann am zweiten Drittel haben wir ganz klar die Bahn gehabt und dann ging es durch. Wunderbar. Was erwartest du morgen im Einspiel gegen Gebensbach? Das war vom ersten Drittel an so ein Spiel wie heute vom zweiten. Also, ja, das war das Spiel wieder dominieren und gewinnen natürlich. Marc, danke, bis morgen. Servus, bis morgen.